Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Minecraft. Mein Name ist Bernhard und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Ach je, ist das schön, mal wieder mit euch zu zocken. Ich mache mal die Musik noch ein klein bisschen leiser. So, das sollte genau richtig sein. Und ich habe weitergebaut, ihr seht es am Menü, ein wenig mal wieder offscreen. Da habt ihr mich ja darum gebeten, das mal wieder zu tun. Habe ich gemacht, habe ein bisschen mir überlegt, wie wir die Sachen denn so hinkriegen. Und habe auch ein paar Rohstoffe gesammelt. Also einfach so nebenbei mal so ein bisschen ruhig gezockt. Kam jetzt auch ein paar Tage keine Folgen raus. Und ja, werde mit euch dieses Projekt gleich weiterführen. Vorher natürlich einmal querbeet durch den Garten. Bei unserer Begrüßung die Schafe alle mal anstreicheln. Ein bisschen Wolle abknabbeln. Die haben ja sonst nichts zu tun, außer Wolle zu produzieren. Und nach wie vor könnt ihr mir natürlich Bilder schicken. Über Facebook, in der privaten Nachricht oder sonst was. Über die einschlägigen Image-Check-Seiten oder was es da sonst noch so alles gibt. Sehr gerne an mich. Und dann werden wir die, wenn die dann hübsch sind und mir gefallen, auch bei uns unten im Slime-Spawner, ja, mal so. Das waren erstmal die Schafe und vor allem war das erstmal die Schere. Na, ihr kleinen Fusselfreunde. Dann ab zur Wiste. Jo, gelbe Wolle, zack. Grüne Wolle, nee, es war blaue Wolle, braune Wolle. Grün ist da, rot ist da, blau ist da. Aber alles schön ordentlich lassen. So, und jetzt weiß ich natürlich gar nicht so genau, was das letzte war, was ich mit euch gemacht habe, weil ich mich natürlich immer nicht informiere. Aber ich weiß, dass ich in der Wüste war und ich weiß, dass ich mit euch neben den 51 Schienen, die wir jetzt schon haben, noch ein paar herstellen möchte. So. Und dann machen wir das auch einfach mal. Mittlerweile weiß ich ja, wie die Dinger gehen. Genau, mit 13 Iron Ingots kommen wir da nicht gut zurande. Und bei der Herstellung von Schienen muss ich leider sagen, da tut es mir in der Seele weh, dass wir da beim Krautstampfer da, nicht beim Krautstampfer, das ist ein anderes Spiel, dass wir beim, ja, bei unserem Hühnerstampfer so viel Eisen verbraucht haben, dass das unbedingt echtes Eisen sein musste. Schon so eine Sache. So, die machen wir einfach mal volle. Mehr Schienen brauchen wir erstmal nicht, würde ich sagen. Wird zwar insgesamt mehr von Nöten sein, aber das reicht erstmal. Packen wir das Eisen zurück. Für den Platz. Okay, gefällt mir soweit. Redstone und so weiter machen wir dann. Obwohl, wir sollten uns vielleicht schon darauf vorbereiten. Ja, nehmen wir mal ein bisschen Redstone mit. Und behalten auch die Stickies. Vielleicht nehmen wir das Holz auch noch mit. Wir müssen eh wieder ein neues Schlagen gehen. Werdet ihr gleich sehen. Ach, und da war die Axt ja kaputt. Das ist ja sowieso der Grund, warum ich aufgehört habe. Die Axt ist kaputt gegangen. Okay, ach ja, und unsere unbrechbare Schaufel, wie ihr gesehen habt, ist leider auch kaputt gegangen. Da wart ihr leider nicht dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass die überhaupt jemals kaputt geht, aber ist sie. Ja, ja, das sind so die Dinge, die passiert sind. Ach, wir brauchen, glaube ich, noch einen. Zack. Aber in der Wüste verbraucht sich auch eine unbrechbare Schaufel irgendwann einmal. Und wenn wir genug Level haben, dann bin ich auch dafür, dass wir dann, ja, dass wir dann noch die nächste Schaufel verzaubern. So, dann brauchen wir noch ein paar Goldblöcke. Denn wir benötigen auch sogenannte Beschleunigungsbooster-Schienen. Und die bauen wir mal aus Gold. Davon brauchen wir wahrscheinlich nicht allzu viele. Ich bin sowieso viel zu geizig mit dem Edelmetall. 18 Stück. Na, das ist vielleicht ein bisschen wenig. So, so, 30. Na, ich würde ganz gern, glaube ich, insgesamt auf den 64er-Stack kommen. Arks, mir schwant Übles. Oh, oh. Na gut, einmal noch. Wupp. Dann reicht das erstmal. Den Rest werden wir dann in Fackeln investieren. So, Gold zurück. Hip. Sehr schön. Und die Diamanten-Axt, die müssen wir auf jeden Fall sicher in der Hand behalten. Und den Obsidian, den packen wir mal mit da rein, weil es ja doch irgendwie wertvolles Zeug ist. So, und damit sollten wir eigentlich vorbereitet sein. Ah, noch nicht ganz, Mensch. Da habe ich natürlich noch eine Sache vergessen, die wir auch brauchen. Bei unserem neuen Bauvorhaben, nämlich eine Lore. Die sollten wir uns auch noch bauen, damit wir wenigstens was haben, womit wir fahren können.
Ja, es wird ein Projekt mit Schienen sein und ich habe, wie gesagt, schon so ein bisschen angefangen. Ein Minecart, da ist es. Ah, da musste ich mir da ganz, ganz kurz mal am Ohr kratzen. So, das legen wir mal dahin. Ach, dann nehmen wir die 7. Obwohl, die nehmen wir nicht mit. Das ist wieder Platz im Inventar, der uns später fehlt. So, ein bisschen Ordnung halten. Auch die Spinnenaugen können wir mal weglegen. Wo sammeln wir denn so ein Zeug eigentlich? Hier sammeln wir Strings. Ha, tja, und hier ist das, was mir auch noch ein bisschen Sorgen macht, aber das zeige ich euch dann gleich. Gravel nehmen wir auch mit. Autsch. So, na dann ab in die Wüste. Wie gesagt, habt ihr ja was vor mit euch. Ich zeige euch mal, wie ich das mir vorgestellt habe. Ist alles jetzt noch nicht allzu weit gediehen. Ach, unser schönes Sägewerk. Gefällt mir sehr. Ist alles noch nicht allzu weit gediehen, aber damit ihr das mal seht, was ich mir da gedacht habe. Und zwar bauen wir natürlich ganz stilecht einen Express in unsere Welt. Aber nicht irgendeinen Express. Nein, da hinten sieht man schon die ersten Flüge davon. Wir bauen natürlich den weltberühmten Orient Express. Ja, OE, habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Und ich stelle mir das ungefähr so vor, wie das jetzt hier schon angefangen ist. Ich habe einfach mal das Grundgerüst gebaut. Ich finde, das sieht gar nicht schlecht aus. Das ist, denke ich, nicht verkehrt. War eine große Arbeit. Oh nein, haben wir hier wieder Endermänner irgendwo? Es kamen Endermänner hier irgendwie hin. War eine ganz schöne Arbeit, die Stufen hier alle falsch um hinzusetzen, aber ich bin in einem gewissen Dilemma. Und zwar würde ich das alles sehr gerne so machen. Ich zeige euch das mal. Würde ich das gerne so machen, dass man Kies, wie es halt sich auch gehört, mehr habe ich nicht gefunden hier in der Umgebung, dass man Kies halt hier reinsetzt. Zap, 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 zap. Und dann eben Schienen darauf setzt. Und dass man so schlussendlich das hier alles baut. Das Problem ist aber, dass Gravel eben ziemlich knapp bei uns ist. Ich fände es aber toll, wenn es Gravel wäre, weil nämlich ich die Schaufel vergessen habe, na toll, weil nämlich das irgendwie stilecht wäre. Ne, entweder würde man da Cobblestone hinlegen, wir könnten auch mal gucken, wie Cobblestone aussieht, aber ich glaube, mit Gravel würde es am besten ausschauen. Und deshalb würde ich da eigentlich ganz gerne Gravel reinmachen. Die Frage ist natürlich nur, wo kriegt man so viel Gravel her? Ne? Man muss ja erstmal einen Platz finden, wo eben ganz viel Gravel liegt. Und das ist eben nicht so einfach. Okay, jetzt habe ich natürlich das Eisen zu Hause gelassen und nur Holz mitgenommen. Also nur eine Axt mitgenommen für weitere Holzhackaktionen. Und Gravel mit der Hand abbauen sehe ich eigentlich nicht ein. Den ganzen weiten Weg zurück möchte ich eigentlich aber auch nicht gehen. Ach, und ich habe auch vergessen, neues Brot mitzunehmen. Da müssen wir sowieso nochmal zurückgehen. Aber wir können ja mal ganz kurz ein bisschen die Umgebung. Na, heilige Makrele, was ist denn hier los? Eine Schlucht? Dann weiß ich ganz genau, wo unser Orient Express rüberführt. Finde ich ja ehrlich gesagt perfekt. Und da liegt ein bisschen Gravel, aber ist natürlich längst nicht genug. Finde ich ja ehrlich gesagt perfekt. Eine Schlucht. Ich war hier eigentlich. Ist das ein Meer? Ah, vielleicht haben wir ja hier ein Meer. Dann gehen wir so über die Schlucht und tunneln das Ganze hier so ein bisschen durch. Oh, das ist ja ziemlich cool. Und dann fährt man mit dem Orient Express durch die Wüste und kommt hier ans Meer und reist vielleicht irgendwann mal nach Fernar. Geil, das ist ja eine richtig gute Sache. Das kann man ja geschichtsmäßig ziemlich cool einbinden. So, aber vorher sollten wir uns jetzt mal schnell einen Schlafplatz suchen. Wir haben ja damals bei der... Oh, das finde ich richtig cool mit der Schlucht da. Das werden wir richtig in Szene setzen. Haben wir damals bei der Pyramide einen Schlafplatz gehabt. Oh, und das Essen geht auch zur Neige. Oh, wie cool. Eine Schlucht. Sehr geil. Aber Gravel ist eben die Sache. Und jetzt könnte man sich überlegen, eben anderes Zeug zu nehmen, weil man Gravel eben so schwer findet. Zumindest habe ich den Eindruck. Was ist denn das hier eigentlich? Krass. Zumindest habe ich den Eindruck, dass man Gravel immer so schwer findet. Jetzt rennt der kleine Typi hier auch nicht mehr. Oh oh. Schnell. Bevor die Monster kommen. Bevor die Monster kommen. Komm, 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 komm. So, da oben geht's doch rein, ne? Ganz genau. Zack. Und ich nehme mal ganz kurz einen Schluck Tee. Ah, lecker. So, und gleich zum Morgen hier erstmal ein Brötchen snacken.
Drei Brötchen snacken, ziemlich hungriger Minecraft-Mann. So, mal wieder zu. Ja, das ist jetzt so ein bisschen so die Sache. Aber ich glaube, mit dem Orient Express, dann bin ich ja genau in die richtige Richtung gebaut. Coole Sache. Das gefällt mir gut. Da ist ein Creeper. Mal sehen, was unser neuer Power Flame Bow so kann. Schade, ich dachte, ein Schuss würde vielleicht reichen für die Viecher. So stark ist er dann doch nicht. Gucken. Ist das hier... Oh, ist das Gravel? Nee. Das ist Cobblestone. Ja doch, das ist Cobblestone. Hier wird die Welt ein wenig löchrig. Sand könnte man zwar auch nehmen als Maschinenbett, als Schienenbett. Würde mir persönlich aber weniger gut gefallen. Die Jampadlampadlampadlampampada. So, da ist auch wieder zu Ende. Geil. Okay. Auch ein schöner See, ne? Also überhaupt finde ich, unsere Map ist schon ziemlich hübsch. Hier einfach mal so ein kleiner See mit Blümchen da hinten. Und fließt da das Wasser rein? Ach, das ist ja witzig. Vielleicht sind das so die Sachen, wo dann Minecraft aus der Beta herausging in die Vollversion. Lustig ist es ja, aber da ist eine Menge Gravel. Jetzt haben wir natürlich keine Schaufel, was natürlich echt nervig ist. Aber ist doch einiges an Gravel. Wir könnten... Haben wir eine Pickaxe? Eine Pickaxe haben wir dabei. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Machen wir hier am Mann einfach mal eine Schaufel aus Stein. So viel dürfen wir uns, denke ich, erlauben. So, zack und zack. Eine Steinschaufel, es gibt besseres Werkzeug. Aber für uns jetzt gerade wahrscheinlich das am zeiteffektivsten. Schön. Finden wir hier ein bisschen Gravel. Der stört hier auch niemanden, wenn der hier irgendwie fehlt. Und ist doch eine ganze Menge. Gut. Sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Och, da wird ja immer mehr zum... Kommt ja immer mehr zum Vorschein. Am besten wir packen mal eine Fackel hin. Wupp. Ach ja, und Minecraft macht mir ja nach wie vor unheimlich viel Spaß. Für die, die sich fragen, ob das Let's Play weitergehen wird. Mal gucken. Bis 200 ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Ob ich es dann noch weiter treibe, weiß ich noch nicht. Könnt ihr schon mal anfangen, wenn ihr das denn unbedingt wollt, so ein paar motivierende Sprüche unter das Video zu schreiben oder generell einfach... Oh, die Schaufel ist schon fast im Arsch, ne? Generell einfach ein paar, ja, Anmerkungen zu bringen, ob ihr das denn euch weiter wünscht oder ob euch das zu doof ist. So, ich mache hier mal zu, weil kriege ich sonst so einen Hals. Okay, hier ist also auch ein bisschen Wasser eingefroren. Ich bin natürlich nach wie vor auf der Suche nach Gravel mit euch allen. Wahrscheinlich ist so eine Höhle, so eine Halbhöhle schon das Richtige, ne? Gravel so ein bisschen unter der Oberfläche. Oh, was denn hier? Oh! Das könnten wir ja auch mal erkunden. Okay, lohnt sich aber nicht allzu sehr. Hier ist ein bisschen Kohle im Boden und das da ist kein Weg in die ewige Verdammnis. Das ist nur ein Stück tiefer. Okay, spannend, spannend. Oh, und hier hat sich ein Tintenfisch verirrt. Na, lassen wir den einfach mal unterm Eis. So, und Gravel wahrscheinlich dann, wie gesagt, wirklich so in Höhlen. Kann ich mir schon vorstellen. Aber es ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir hier einfach mal so ein bisschen rumlaufen. Ach, was ist denn das für ein geiler Überhang. Das ist ja cool. Ach, das ist dieses Ding hier. Daraus könnte man ja vielleicht auch was machen. Da ist ein bisschen Gravel. Haben wir hier einfach mal so einen riesen Bergmassiv. Was ich ziemlich gut finde. So, ich versuche da mal rüber. Ich versuche da mal rüber zu springen, wollte ich sagen. Und latz mich natürlich total... Ach, guckt mal. Und dabei knall ich natürlich voll... Oh, das ist ja... Das ist ja Gourmet. Sehr schön. Ja, und sowas muss eben auch mal sein, ne? Wir müssen auch mal wieder hier ein paar Ressourcen sammeln. Ich habe Gravel immer so ein bisschen unterschätzt, aber gerade für ein Maschinenbett finde ich... Ja, es gibt ja nichts, was besser passt, ne? So, 1,64er haben wir scheinbar schon voll. Es gibt ja nichts, was besser passt
Weil es ist ja auch Realität, sozusagen, Gravel. Das ist ja übrigens, soweit ich weiß, für Lärmreduzierung da. Schotter, den man quasi unter das Gleisbett packt, oder das Gleisbett bildet. Damit die Züge nicht so laut sind. Und ich höre euch alle schon wieder sagen, I like trains. Ja, ich mag Züge auch.